Ja, liebe Freunde aus Flemmer, ich stehe hier neben Herrn Drossert. Herr Drossert, pass auf. Meine Frage heute an Sie ist Konjunktur-Mittelstandsfahrzeug. Kann man dazu sagen im Moment? Ich habe Sie akustisch verstanden. Konjunktur im Mittelstand war meine Frage. Wie sieht's aus mit der Konjunktur im Mittelstand? Ich frage mich auch, wo die bleibt. Nee, ich fange nochmal an, das ist ja, so das war nichts. Nein, Herr Drossel, pass auf. Nein, quatsch mir nicht rein. Herr Drossert, meine Frage heute, Konjunktur im Mittelstand. Weißt du, Herr Drossert? Ja, die Konjunktur die ist bei uns noch nicht angekommen. Wir warten zwar drauf, aber es hat sich noch nichts getan. Ja, das ist jetzt aber eine Auskunft. Hatte Sie meine Sekretärin nicht angerufen? Ich habe hier einen Zettel, weißt du, die Valerie. Das ist meine Praktikantin. Die hat mir ja was aufgeschrieben, was ich fragen soll. Ich habe gesagt, Sie werden vorbereitet. Herr Drossert, rosten die Autos heute zutage noch? Die rosten nicht mehr so stark wie früher, nein. Früher war es schöner, als sie gerostet haben. Konnte man mehr Teile verkaufen. Kotflügel sind durchgerostet, Hauben, Türen. Meine Frage war, ob die heute noch rosten. Ich hatte der Valerie gesagt, die soll jetzt alles schicken. Die Fragen, Antworten, jetzt stehen wir hier. Die dritte hat man ja besprochen. Ja, jetzt sagen Sie noch mal, pass auf, ich frage jetzt noch mal, Herr Drossert, mit dem Mann da rostet und Sie sagen. Weißt du, was ich sage? Nee. Mann, was rostet? Pass auf, nee, das ist doch Ihr Name, Drossert. Nee, Drossert. Ach, Drossert. Nicht Mann, was rostet, Drossert. D-R-O-S-A-R-D. Sie haben doch gesagt, es rostet nicht. Es rostet nicht. Ja, dann sagen Sie das doch jetzt wieder. Es rostet nicht. Nee, wenn ich sage, dass es, wenn ich Sie frage, ob es rostet, dann sagen Sie, es rostet nicht. Und dann sage ich Ihr Fazit. Und wenn Sie es nicht sagen, sage ich selber. Ja, okay, machen wir's. Valerie, wenn ich in die Redaktion komme, kriegst du einen Anschiss. Der Drossert weiß überhaupt nicht, was er sagen soll. Drossert. Ja, ist doch egal. Herr Drossert. Konjunktur im Autohandel, Teile Autohandel. Es rostet nicht. Das gibt keinen Sinn, meine ich. Also auf zu lachen. Das glauben Sie, die Leute, die rosten. Die rosten doch nicht. Die Leute rosten. Sagen Sie den Leuten, dass der Magen nicht rostet. Der Magen? Herr Drossert, Ihr Fazit. Bitte? Ihr Fazit. Ich brauche ein Fazit. Fazit. Alles wie vorher, wie besprochen. Nichts Gutes, nichts Neues. Wie sieht es aus mit Volkswagen? Rosten die? Die rosten auch nicht, nein. Wer rostet nicht? Die Volkswagen, die rosten nicht. Wieso rosten die nicht? Ja, die sind gut mit Hohlraumversiegelung bestückt. Das war Ihr Fazit? Das war mein Fazit, ja. VW baut gute Autos. Ja, sagen Sie es nochmal. Ja. Wo, da oder da? Da. VW baut gute Autos. Volkswagen. Ich mach doch jetzt den Slogan. Ah, Entschuldigung. Das müssen Sie noch mal sagen. Herr Drossert, ja. Rosten die Autos heute noch? Die VW-Autos rosten heute nicht mehr, nein. Volkswagen, da weißt du Bescheid. Ich meine, das war ganz okay. Ja, ging das? Also gut war es nicht, aber es war okay. Ja, war ja auch das erste Mal, ne? Herr Drossert, ich hab's dreimal gefragt. Von erstes Mal kann gar nicht die Rede sein. Haben Sie recht. Wir machen's nochmal. Nochmal? Kann man sagen, rosten die Autos heute noch? Volkswagen-Fahrzeuge rosten nicht mehr. Volkswagen? Da weißt du Bescheid. Nichts sagen jetzt. Nichts sagen. Nichts, gar nichts. Gucken Sie nur in die Kamera und lächeln. Lächeln auch noch. In die. Ja, lächeln wir hier rein. Also ich nehme das jetzt so. Besser kriegen wir es. Wenn ich nicht das hin. Sage, dann können Sie das ruhig glauben. Ja, dass die nicht rosten. Doch, das ist so. Ja, ich weiß doch, dass die nicht rosten. Deswegen ja, warum fragen Sie mich denn? Wieso reden Sie sich eigentlich so auf, weißt du? Krieg ich einen Hals. Ich habe ganz höflich gefragt am Anfang. Ich mache hier auch nur meinen Job. Weißt du, ich habe Blutdruck und Kreislauf und überhaupt keine Fragen mehr stellen. Ich habe keine Lust mehr. Okay. Volkswagen, da weißt du Bescheid. Nicht sagen. Volkswagen, da weißt du Bescheid. Das ist mein Satz. Weißt du, und sich denen auch noch die Schlussfolgerung unter den Nagel reißen, das ist unprofessionell.